eine Nebelrunde. Ich nehme euch gerne wieder mit, um mal zu zeigen, wie es bei uns aussieht. Heute haben wir natürlich keine Sichten der Fische in der Natur, keine schönen Aussichten, weil es ist neblig. Aber auch Nebel hat besondere Bestimmungen und die will ich euch heute zeigen. Kennt man hier nicht. Es ist viel neblig. Es sind die langen, geraden Wege hier im Drömling, die man hier lang geht, mit dem man dann alles macht. Weiden an der einen Seite, Eichen an der anderen Seite, der links und rechts daneben halt viele Gräben. Ganz allmählich kommt die Sonne raus, es wird heller. So eine alte, uralte Straße hier, die ich hier lang gehe. Der Lamprechtsdamm. Allmählich wird es heller. Die Sonne schält sich so ganz mühsam durch den Nebel durch. Ob sie schafft bis zum Ende des Rundweges, man wird sehen. Der Drömling ist eines der größten zusammenhängenden Feuchtgebiete in Deutschland. Also sehr dünn besiedelt hier. Der König von Preußen hatte im 17. Jahrhundert hier verfügt, dass man diese Moorgegend und Sumpfgegend trockenlegt, Gräben baut. Auch durch den Bau des Mittellandkanals wurde hier stark zur Entwässerung beigetragen. Inzwischen ist man aber dabei, die ganze Gegend zu renaturieren und so dann auch die Natur zurückzuholen. Heute ist es ein Paradies für Vögel und fürs Wild. Das heißt, wer hier spazieren geht, ohne irgendwas wild zu sehen, der muss schon ziemlich was massiv falsch machen. Wenn man hier ganz ruhig ist, hört man überall die Vögel, die Tiere und ganz entfernt das Tuckern von den Schiffen auf dem Mittellandkanal. Das lässt sich hier kaum überhören. Hört ihr es? Die Flächen werden beackert, die trockengelegt sind. Jetzt im Frühjahr werden die Felder bestellt. Erst schon im März der Bauern die Felder bestellt. Aber viele Wiesen sind jetzt noch nass. Wenn man die Gräben voll lässt, wegen der Renaturierung. Das wird erst im Mai anders, wenn dann gezielt der Pegel zurückgefahren wird, die Wiesen trockenlegen, so dann zumindest Graswirtschaft hier möglich ist. Grabenlandschaft hier, die Wiesenlandschaft hier. Ich bin jetzt hier am Allergraben. Das heißt, all diese Gräben sind künstlich angelegt worden im Rahmen der Entwässerung, um jetzt das zu füllen. Heute sind diese Gräben auch ein Naturparadies. Biber, aber auch der Luchsjäger lebt hier. Everything.
Spuren des Biebers. Angekommen am alten Kuhstall. Hier waren große Weiden, große Wiesen. Hier in Sachsen-Anhalt sieht man die Auswirkungen, glaube ich, noch von den riesen Feldern, die man seinerzeit bei den LPGs geschaffen hatte. Auch heute noch sind das riesen Flächen, die hier bewirtschaftet werden. Und dann auch wieder typisch für den Drömling, Gräben und jetzt gerade hier die frisch geköpften Weiden. Fasziniert hier von der Landschaft. Ich gehe hier gerne meine Runden. Auch wenn es vermeintlich langweilig ist, entdeckt euch jeweils was Neues. Aber auch im Drömling kommt der Frühling. Schwer erkennen kann. Das heißt, Büsche schlagen aus und es blüht. Immer wieder schön zu sehen. Die Runde, das soll es gewesen sein. Das ist das, was ich euch heute in einem nebligen Morgen im Drömling zeigen wollte. Die Bilder habt ihr gesehen, die Schnipsel habt ihr gesehen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen. Tschüss!